Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, herzlich willkommen bei Einblick. In der Reihe Education TV stellen wir Ausschnitte von ausgewählten Vorträgen der VHS Linz zusammen. Diese Sendung widmet sich der beliebten Vortragsreihe Beziehungsfallen. Liebe und Sex in Zeiten der Untreue. Dirk Rebensdorf ist Psychologe und Therapeut. Er ist überzeugt, dass die Paarbeziehung eine Zukunft hat, selbst wenn alte Konventionen nicht mehr stimmen und alles erlaubt ist, was Spaß macht. Es gibt keine Utopie mehr. Wir sind sozusagen im Hier und Jetzt angekommen. Das ist ja irgendwie ganz toll, nicht? Also wir denken nicht mehr an die goldenen Jahre der Vergangenheit und auch nicht mehr an Utopien, sondern leben im Hier und Jetzt. Aber was verloren gegangen ist, ist so etwas wie eine traditionelle Bindung. Also es gab einen Soziologen, Riesmann, in den 50er Jahren, der hat gesagt, es gibt eine Traditionslenkung, das ist die Tradition in den letzten 2000 Jahren oder vielleicht noch viel länger oder 100.000 Jahren. Und dann gab es einen Übergang, in dem wir uns immer noch befinden, zur Innenlenkung. Aber die Innenlenkung haben wir nicht erreicht. Wir sind sozusagen in der Außenlenkung hängen geblieben. Wir orientieren uns an dem, was in den Medien propagiert wird. Wir orientieren uns an der Werbung. Wir orientieren uns an dem, was hat der Nachbar gerade? Hat er ein neues Auto oder hat er ein Landhaus sich jetzt gekauft oder fährt er nach Mallorca oder so? Also diese Außenlenkung gewissermaßen ist ein Teil der Verunsicherung, weil da ändern sich ständig die Maßstäbe. Und die Innenlenkung, die eigentlich so ein Ziel sein könnte, wenn die Tradition nicht mehr zählt, das heißt von innen heraus zu wissen, was ist für mich richtig, ist noch nicht richtig ausgebildet. Und diese Verunsicherung spielt sich eben auch im Gefühlsleben ab. Zum Beispiel, welcher Mann würde sich noch trauen zu sagen, ich liebe dich von ganzem Herzen, ohne zu fürchten, dass sie weiß, dass er weiß, dass sie weiß, dass dieser jetzt in irgendeinem Loro-Roman steht. So lamentiert jedenfalls Umberto Eco in einer Nachschrift zu seinem Roman Name der Rose. Aber die Liebe aufzugeben, wäre von allen Abstrichen, die in der postmodernen Welt an die Geborgenheit gemacht werden müssen, der größte Verlust. Sie ist die Kraft, die alle Zerstörung durch Aggression am ehesten etwas entgegensetzen kann. Der Poet Khalil Gibran, vorletztes Jahrhundert bis Anfang letztes Jahrhundert, sagt, dass die Liebe und Sex spüren lassen, dass das Leben mehr ist als Verwirrtheit des Geistes und Traurigkeit des Gemüts. Und dass sie etwas uns geben kann, was größer ist als jede Angst. Selbst Albert Camus, der Prophet der Sinnlosigkeit des Daseins, stürzt sich von einer Liebesaffäre in die andere, wie Sie wissen. Offenbar transzendieren die Liebe und der Sex vieles, was die Geschichte an Absurdität und die instrumentelle Vernunft an emotionaler Verkümmerung uns beschert. Deswegen lohnt es sich, sie zu behalten und sie vielleicht auch zu kultivieren oder zu entwickeln. Wir haben so etwas wie eine Entwicklung durchgemacht. Früher war Sexualität, der Zweck der Sexualität war Kinderkriegen, Reproduktion, Familienerhalt, Abrundung der Familie, Fortsetzung der Generation. Heutzutage ist Sex eine Art von Vergnügen, eine Freizeitbeschäftigung. Also früher war es so, die Prinzipien, die dabei eine Rolle gespielt haben, vielleicht Ritterlichkeit oder Charakter. Dann kam es mit der Gleichberechtigung der Geschlechter, da konnten beide was dazu sagen. Dann kam die sexuelle Freiheit, die ist völlig ungeregelt. Also sexuelle Freiheit kann jeder so einrichten, wie er will. Es gibt keine Maßstäbe, bis auf die wenigen, die ich genannt habe. Und schließlich wird eben Sex völlige Privatsache und auch ganz unverbindlich womöglich. Und da wir in diesem großen Auswahlpanorama uns noch zurechtfinden müssen, treiben wir eine Art von Gewinnmaximierung wie im Geschäftsbereichen, nämlich durch marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten, wo kriege ich am meisten von ab. Das heißt, hier mal ein Beispiel als Sex, als Freizeitangebot. Frischer, fröhlicher, intelligenter, attraktiver und gepflegter Mann, 45, 1,85, sucht Frau mit ähnlichen Attributen, 30 bis 45, der es vorwiegend um Lust und Leidenschaft geht und mit viel Spaß eine diskrete Affäre genießen möchte. Oder ein bisschen knapper, reifer M, 1,80, NR, nicht Raucher, NT, nicht Trinker, sucht jüngere W für schöne Orgasmen. Warum nicht?
denken die Leute. Ne? Also wir haben einerseits eben diese Faktoren, die ich gerade genannt habe, Kommerzialisierung von Beziehungen, Sexualisierung von Kommerz, Unabhängigkeit von Bindung und Sexualität, eine gewisse Bindungsschau, auf die ich noch eingehe, und eine mögliche Wiederkehr des Matriarchats. Das ist vielleicht ein interessantes Gesichtspunkt im Moment. Und ich will kurz was dazu sagen, was man dann vielleicht irgendwann wieder sehen kann. Aber die Frauen sind auf dem Vormarsch. Es gibt ein sehr interessantes Buch von Frau Rosin, 2012. Ich weiß gar nicht, wie es genau heißt. Jedenfalls, da geht es um den Vormarsch der Frauen. Nämlich zum Beispiel 60% aller Bachelor-Abschlüsse in den USA machen Frauen. 36% der Frauen und nur 28% der Männer machen einen College-Abschluss. 10 Millionen Schulversager weiblich und 40 Millionen Schulversager männlich in China. Junge Ärzte 64% weiblich in Spanien und Frankreich. Apotheker 60% weiblich. Selbstständige Unternehmen 40% weiblich geführt in China. Das Familieneinkommen in den USA zu 42% bereits von Frauen. Mal abgesehen davon, dass weltweit wie viel Prozent der Arbeit durch Frauen geleistet wird, man mag es kaum glauben, 80%, wenn man alle Arbeit zusammenrechnet, inklusive eben dieses Double-Shift-Phänomens. Nochmal diese Punkte, die eben zeigen, dass Frauen zwar immer noch nicht so viel verdienen wie Männer, 20% weniger in der Statistik, aber es gibt eine Menge Frauen, die zum Beispiel erhebliche Posten einnehmen, wie zum Beispiel die Chefin des BaFin, also das ist die Behörde, die Finanzaufsicht trägt, die ist so stark, die kann die Deutsche Bank entmachten, den Vorstand einfach entlassen, wenn die schummeln. Oder die Direktorin der französischen Eisenbahn oder die Direktorin der französischen Atombehörde, alles Frauen, unsere deutsche Verteidigungsministerin auch, Ministerin auch eine Frau. Also das heißt, Frauen sind viel stärker als in den vergangenen Jahrhunderten und arbeiten. Und das Interessante ist, dass sie eben auch bereit sind, sich umzuschulen. Also zum Beispiel in Indien lernen die Frauen Englisch, damit sie in den Callcenters, wie fragwürdig immer das ist, arbeiten können. Männer lernen kein Englisch. Männer werden eher pensioniert, werden länger arbeitslos und schulen nicht um. Und Frauen zur Not putzen sie Wohnungen und machen nebenbei Umschulungen, damit sie mehr verdienen. Also Frauen zeigen ihre Stärke. Jetzt könnte man sagen, das ist für uns nicht modern. Aber unser Matriarchat, wenn es überhaupt kommt, ist dann eher so, dass die Frauen uns an Tüchtigkeit, die Männer an Tüchtigkeit überrunden. Und die Frage ist, ob die Frau dabei so etwas wie eine Selbstbemächtigung herstellt. Nämlich, was sehr viel beklagt wird in der Paartherapie und in der Sexualität ist, dass sich Frauen häufig dann eben auch in den Störungen, die sie manifestieren, nicht subjekthaft finden, sondern objekthaft. Also sie finden sich eben nicht als Frau, als eigenständige, selbstbewusste Person in dieser Gesellschaft wieder, die sich trauen, etwas zu entscheiden, zum Beispiel Nein zu sagen. Und das ist aber die Voraussetzung dafür, dass man sozusagen körperlich gesund wird, wenn man meinetwegen eine sexuelle Störung hat. Es ist fast so, als wäre die sexuelle Störung der letzte Rückzugsort der Frau in dem Fall. Bei Männern gibt es sowas Ähnliches, um sich gegen die Mandate der Gesellschaft, also diese Mandate wie der Mann kann immer und der Mann macht die Frau glücklich und der Mann hat überhaupt nie Probleme, da gibt es so ein ähnliches Problem. Aber bei den Frauen ist eben so, sie mögen sich nicht verweigern, weil sie keine Spielverderber sein möchten in der Sexualität. Deswegen gehen sie auf Dinge ein, die eigentlich ihnen widersprechen. Das heißt, die Subjekthaftigkeit, nämlich Wertschätzung in der Sexualität zu erfahren, beiderseitige Verantwortung, Vertraulichkeit, Vertrautheit, als Person wahrgenommen werden, berechenbar, Liebe, Entscheidungsfreude und Gegenseitigkeit,
Das kommt oft zu kurz bei Frauen. Stattdessen fühlen sich häufig eben benutzt, die Verantwortung wird ihnen genommen, sie geben sie ab, kann man auch sagen. Sie fühlen sich der anderen Person gegenüber fremd womöglich. Ist eine Geschlechtsrolle, die verkörpert wird und keine persönliche Rolle. Es ist unberechenbar, weil man nicht weiß, was auf einen zukommt. Und der Geschlechtsverkehr ist das Ziel, nicht die Liebe. Man könnte auch sagen, die Liebe beinhaltet Geschlechtsverkehr, aber in dem objekthaften, in der objekthaften Begegnung ist eben der Geschlechtsverkehr das Hauptziel und wird möglicherweise auch nur einseitig genossen. Jetzt ist es aber so, und das ist der interessante Punkt, dass diese Objekthaftigkeit tatsächlich auch von Frauen wieder propagiert wird als etwas, wie sie zeigen, wie stark sie sind. Zum Beispiel, dann gibt es eben solche Bilder. Nehmen wir mal diese Dame hier. Ist das jetzt, das ist Minaj, eine Sängerin. Ist das Selbstbemächtigung ihres Körpers, in dem sie so zeigt, dass alle hingucken müssen? Oder ist das einfach ein Rückfall in die Objekthaftigkeit, wie vom vorletzten Jahrhundert? Oder nehmen Sie den Song von Beyoncé. Flawless heißt der, makellos. Und sie sagt eben, und sie zitiert darin eine feministische Autorin aus Afrika, nämlich Adichie. Sie sagt, du sollst erfolgreich sein, aber nicht zu sehr. Sonst sind die Männer dir böse. Du sollst die Heirat anstreben. Männern sagt man das nie. Du sollst eben dich umsehen. Du sollst also nach etwas streben, aber nicht etwa die Männer nach Jobs, sondern nach der Aufmerksamkeit durch die Männer. Und das ist eben das, was die Frauen traditionell tun. Und das wird eben in diesem Song auch von dieser Darstellung, wie das dann in Videos gezeigt wird, wenn Sie Beyoncé kennen, sehr sexualisiert dargestellt, aber eben nicht als Objekt. Man weiß aber nicht so genau, ist es eine neue Verkaufsmasche, wo man einfach den Körper auch wieder benutzt, um eben eine attraktive Blickfang zu geben. Darüber kann man seine Zweifel haben. Auf alle Fälle gibt es eine stärkere sozusagen Selbstbemächtigung der Frau auf vielen Gebieten, vor allem auf wirtschaftlichen Gebieten auch. Und damit muss der Mann rechnen. Und der Mann hat damit seine Probleme. Und die Probleme bestehen darin, dass er keine Rolle mehr hat. Was ist der postpatriarchale Mann, wenn die Frau sich so gut definiert? Als geschäftlich erfolgreich, als sexuell selbstbemächtigt, als in den Medien präsent, wie überall, trennungsbefugt sozusagen oder entscheidungsbefugt, was Beziehungen anbelangt. Der Mann weiß nicht so richtig, soll er jetzt ein Softie werden und so einfühlsam und rücksichtsvoll und kommunikativ auf die Frau eingehen? Soll er gar Co-Feminist werden und nochmal für die Rechte der Frauen eintreten? Das können die wahrscheinlich selbst viel besser. Oder soll er sagen, nö, ich bin hier Mann und ich bleibe Mann und ich betone die Unterschiede zwischen Mann und Frau und ich lebe sie auch. Oder soll ich mich in so eine Art erleuchtete Rolle zurückziehen, die über alles überlegen ist, über die Männlichkeit und über die Weiblichkeit und nur noch so etwas Allgemeines wie Menschlichkeit vielleicht verkörpert. Der postpatriarchale Mann hat seine Schwierigkeiten. Hinzu kommt etwas, jetzt muss ich auf die Uhr gucken. Aha. Ich hätte noch Zeit dafür, ist ganz gut. Also hinzu kommt etwas, was wir Narzissmus nennen. Und zwar, die jetzige Zeit ist stark narzisstisch gefärbt. Wie gesagt, kann man das leicht daran sehen, wie Menschen sich ständig neu erfinden, präsentieren, posten. Jeden Tag ein neues Bild, geradezu lästig, dass immer jemand hat seinen Status verändert bei Facebook und dann ist wieder ein neues Bild mit einem Hund oder ohne Hund da. Also insofern ist dieser Narzissmus eine Zeitströmung, mehr vielleicht als im vorletzten Jahrhundert oder Anfang des letzten Jahrhunderts. Narzisstische Menschen hat es immer gegeben, aber es ist viel stärker als eben sonst und das beeinträchtigt natürlich auch die Beziehungsgestaltung, weil wir wollen ja schön da sein, wir wollen schön da stehen, wir wollen auch einen schönen Partner haben und wir manipulieren unsere eigene Schönheit mit Photoshop auf den Darstellungen. Jetzt will ich mal den Rest des Narzissmus übergehen, weil es und zu dem kommen, was eigentlich ein weiterer Krisenfaktor in unserem Beziehungsgeschehen ist nämlich, dass Ehen nicht mehr so attraktiv sind. Wenn Sie die beiden Jahreszahlen vergleichen, 1960 und 2005, da gab es Eheschließungen 9 auf 1000, jetzt nur noch 4,6, also die Hälfte. Die Hälfte der Menschen in westlichen Zivilisationen jedenfalls heiraten noch. Hingegen die Scheidungsrate ist enorm gestiegen, auf über 50% der Ehen.
Was aber irreführend ist an solchen Statistiken ist, dass die vielen Paare, die nicht verheiratet zusammenleben und sich trennen oder nicht trennen, darüber gibt es keine Statistiken. Und das wäre das eigentlich Interessante, weil es die Mehrzahl mittlerweile fast sind. Gut, also die Bindung ist offenbar nicht mehr stabil oder nicht mehr wünschenswert in der Form der traditionellen Ehe. Und die Bindung wird auch leichter aufgelöst. Wobei es nicht ganz klar ist, auch in der Forschung nicht, was sind eigentlich die Trennungsgründe? Warum trennen sich Menschen so schlecht? Also in der Paartherapie kriegt man das ja immer vorgeführt. Dann stellt man fest, also entweder sind es massive Gründe wie Disloyalitäten, im schlimmsten Fall Untreue. Aber manchmal ist es auch so, die Kinder sind erwachsen einigermaßen, also aber halbwegs groß, mit 15, 16, 17, 18. Und die Menschen denken, das Projekt Kinder ist jetzt mehr oder weniger gelaufen, haben wir uns noch was zu sagen? Das Haus ist gebaut, was machen wir jetzt als nächstes? Als würde die ganze Beziehung mehr auf Projekte aufgebaut sein und nicht so sehr auf die Liebesbeziehung, die dahinter steht und die was mit der Person zu tun hat. Und Liebesbeziehungen sind ja etwas, wo sich die Person mit einer anderen verbindet, um erstens diese Beziehung zu entwickeln, aus einem relativ naiven Zustand der Verliebtheit, der vollkommen automatisch funktioniert, in etwas, was dauerhaft attraktiv bleibt, nicht nur ausgehalten wird, sondern attraktiv bleibt. Und dabei kommt man nicht drum rum, das ist eben auch ein Sinn der Paartherapie, dass die Personen in der Beziehung sich verändern. Weil das Geheimnis der Beziehung scheint zu sein, dass man sich einen Partner wählt, der einen genau den Finger in die Wunde legt, der bei mir besonders sensibel ist. Das heißt, der macht mich auf eine Seite von mir aufmerksam, die ich eigentlich nochmal bearbeiten müsste. Stellen Sie sich Folgendes vor. Die Frau, ein Paar, was gerade in Behandlung ist, die Frau, die in die Beziehung sozusagen als Jungfrau eingegangen ist, sehr früh mit 18 oder so und jetzt schon, weiß ich, 20 Jahre mit dem Mann zusammenlebt, stellt fest, ich habe noch gar nicht richtig erlebt, was Liebe ist. Womöglich mit dem einen Mann, aber das ist schon 20 Jahre her, dass wir uns verliebt haben. Und außerdem bin ich ein Mensch, der auf seiner Autonomie besteht, nicht nur aus diesem zeitlichen Trend, den ich gerade erwähnt habe, sondern weil ich einfach aus meiner Vorgeschichte das Gefühl habe, ich lasse mir nicht ans Bein pinkeln. Also diese Frau, die sozusagen in der Zwickmühle ist, einerseits ist sie sehr autonom und zweitens ist sie sehr unerfahren in der Liebe, hat sich mit dem Mann eingelassen, der wiederum ein Kontrollfreak ist. Ein Mann, der außerordentlich guter Ehemann ist, der hat viele Aktivitäten, der macht viele Sportarten, organisiert Reisen, sorgt für alles, verdient gut Geld, weiß immer schon überall die Lösungen, die in den Problemen nötig werden. Und jetzt kommt eben der Konflikt zustande dadurch, dass die Frau einen früheren Bekannten trifft, der schon 20 Jahre nicht gesehen hat und sagt, da entfaltet sich ja plötzlich eine Liebesbeziehung oder ein Gefühl von Verliebtheit, ohne dass da Sex passiert bisher. Und sie hat das Gefühl, da habe ich was verpasst und das lasse ich mir aber auch nicht nehmen. Und das verletzt den Mann ganz besonders, weil er eben das Gefühl hat, wenn ich nicht die Kontrolle habe, wenn ich nicht weiß, was meine Frau demnächst jetzt macht oder mit wem sie chattet, dann geht irgendwas im Bach runter. Also das ist eine große Angst vor Kontrollverlust und das ist eine große Angst vor Vereinnahmung durch den Mann. Und dann fragt man sich natürlich bei solchen komplementären Bindungen, warum haben die sich gewählt? Die hätte sich ja eine Frau wählen können, die brav zu Hause bleibt. Das hat er ja geahnt, dass die trotzig ist. Und sie hätte sich einen Mann nehmen können, der irgendwie toleranter ist, der also nicht irgendwie Sperenzchen macht. Aber das Geheimnis ist vermutlich, dass die beiden sich deswegen attraktiv finden, nicht nur, weil sie bestimmte Dinge besser gegenseitig verteilen können, also delegieren können, sondern weil sie immer wieder an den Punkt kommen, wo sie sich reiben. Und sie wollen an der Stelle mit dem unbewusst, mit dem Teil Kontakt aufnehmen, der gewissermaßen liegen geblieben ist. Ich musste mein Kontrollbedürfnis entwickeln, weil in meiner Urfamilie, meiner Ursprungsfamilie eben alles chaotisch war. Deswegen habe ich ein zwanghaftes Kontrollverhalten entwickelt, der Mann. Und es kommt auf die Frau, die vollkommen trotzig auf Autonomie besteht. Die hat eben vielleicht erlebt, dass sie immer vereinnahmt wurde von der Mutter. Die hat vielleicht immer die Tagebücher gelesen und die hat die Kleider eingekauft und sie hat gesagt, das will ich nicht wieder haben. Und dann treffen die sich, obwohl sie sich andere Partner hätten wählen können. Das ist irrational, das ist nicht nach Einkaufsliste, sondern das ist so, da ist das Unbewusste sozusagen der Suchmechanismus, das Suchprogramm und das sucht sich diesen Punkt raus, den sie entweder, wo sie entweder scheitern können, und das tun eben viele, sagen, das lasse ich mir nicht länger bieten, das mache ich nicht länger mit, das ist mir zu aufreibend oder zu stressig oder so. Nicht? Aber wenn sie genau hingucken, und daran besteht die Paartherapie, dann werden sie merken, dass dieser Teil total interessant ist, nochmal anzugucken, dieser Kontroll,
dieses Kontrollbedürfnis oder dieses Autonomiebedürfnis und ob ich nicht mit dem Liebespartner, der eben nicht mein Vater ist und oder nicht meine Mutter ist, der mich eben liebt und den ich auch liebe, ob ich da nicht diesen Punkt hinter mir lassen kann, dass ich nicht unbedingt auf Kontrolle bestehen muss, weil ich diese Frau liebe und die Frau mich auch liebt und ich weiß, ich kann ihr vertrauen. Das andere ist eine alte Kiste, die ich aus der Biografie mit mir rumschleppe und umgekehrt genauso. Das heißt, das wäre so ein Sinn, wie man diese Beziehungen, die so schnell wieder sich auflösen, das war ja der Ausgangspunkt, weil man eben heutzutage aufgrund der großen Auswahl denkt, man kriegt schon noch einen neuen und eben die ganzen Medien, die dazu zur Verfügung stehen und die Foren, ist ja gar kein Problem und das nach solchen rationalen Gesichtspunkten dann ordnet, was aber eben möglicherweise nicht diesen Teil berührt, warum man sich wählt, nämlich, dass man wachsen möchte daran, mal so etwas romantisch gesagt. Und dann kommt, jetzt haben wir schon mehrere Faktoren, die heutige Beziehung schwierig machen. Die Frauen werden so stark, das ist total lästig für die Männer, die haben keine richtige Rolle mehr. Die wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen. Dann eben diese ganzen äußeren Faktoren, die ich genannt habe. Und dann gibt es eine merkwürdige Bindungsscheu der Männer. Man könnte ja eigentlich denken, die Frauen würden bindungsscheu werden, weil sie sind viel selbstständiger geworden. Die verdienen häufig mehr Geld als die Männer. Die Kinder werden auch irgendwie versorgt mit einer Nanny oder in der Kita, bei uns in Deutschland jedenfalls. Und in so einem Grunde sind die Frauen auf die Männer nicht mehr angewiesen, sind auch viel lernwilliger, sind auch so beliebt in der Geschäftswelt, weil sie eben sehr viel übernehmen. Aber nein, die Männer sind bindungsängstlich. Also es geht darum, um die Liebesfähigkeit. Und die Liebesfähigkeit heißt eben, den anderen sehen. Also das wollen wir wahrscheinlich nicht wahrhaben, aber wir zwei Menschen sind völlig verschiedene Wesen. Und ich verstehe dich zwar, aber ich kann dich sozusagen nur sehen, ich kann dich nicht verändern. Ich muss dich auch so hinnehmen, wie du bist. Also wenn man sich gegenseitig sehen kann und Mitgefühl sozusagen zeigen kann, wie der andere ist, auch wenn er in Schwierigkeiten ist, ohne ihn verändern zu wollen, dann kann man was für die Liebe tun. Dann aber auch, dass man affektiv in der Beziehung lebt, dass man ihn berühren kann, sowohl körperlich wie auch emotional, und auch sich berühren lässt, das heißt eben auch nicht dicht macht und alles managen möchte, sondern seine Schwäche auch zugeben kann. Dann, dass man einerseits autonom sein kann, dass man eigene Dinge tun kann. Meinetwegen einen Abend pro Woche gehe ich mit meinen Freunden in die Sauna, da weiß ich nicht, was du machst, aber auch gemeinsam was machen kann. Immer bezogen bleiben. Und dass man auch die Balance findet zwischen, das tue ich für dich, für die Beziehung, für die Familie und das tue ich für mich. Dass es nicht kippt in nur Selbstfürsorge und ich bin der Größte und der Rest ist mir egal. Und dann eben diese Differenzierung, dass wir beide was Verschiedenes wollen, auch von der Sexualität. Das heißt, es ist so eine Balance zwischen Selbstfürsorge, das besteht darin, dass ich nicht unbedingt von dir bestätigt kriegen muss, dass was ich mache gut ist. Das ist auch so ein Ding. Also viele Menschen, viele Paare leben so, dass sie nur das sich leisten gegenseitig, was der andere auch gut findet. Das ist nicht gut. Ich finde das gut, deswegen mache ich es. Ich meine, ich will dich nicht verletzen dabei, aber du musst nicht unbedingt Hurra schreien, wenn ich das mache. Dann, man delegiert viele Dinge. Man delegiert also, du sollst mir das und das ersparen, beispielsweise du sollst das und das in der Beziehung erledigen, was kann ich nicht so gut, da bin ich doof, da stelle ich mich dumm oder so, dass man das zurücknimmt, dass man Verantwortung zurück übernimmt und solche Delegationen zurücknimmt. Dass man Groll begrenzt, das habe ich schon gesagt, aber zum Ausdruck bringt und dass man Unterschiede akzeptiert. Das wäre alles Selbstfürsorge. Und die Fürsorge wäre so etwas, dass man die anderen, die Wunden des anderen kennt und schützt und nicht draufhaut, nicht zu sehr draufhaut. Das ist ja so, ich meine, der Intimpartner ist mein leichtester Feind, den kann ich sofort ins Herz treffen, weil ich genau weiß, wo seine Schwächen sind. Intuitiv machen wir das ja auch, nicht? Und wenn man das begrenzen kann, diese Wut, diese oft narzisstische Wut auf den anderen, weil er mich verletzt oder gekränkt hat. Nicht? Dann die Leidenschaft pflegen, also was für die Sexualität tun. Die meisten Menschen, die Schwelle wird immer höher. Je länger man nicht miteinander schläft, desto höher wird die Schwelle, wieder miteinander zu schlafen. Und dann hat man auch keine Ahnung, was gut und schlecht ist für den anderen, das haben wir auch schon besprochen. Da kann man ganz viel für tun, dass diese Leidenschaft, und das wissen die meisten Menschen nicht oder wollen es nicht wahrhaben, man muss Sexualität verabreden.
nach 30 Jahren Ehe fällt man nicht übereinander her. Das macht man, wenn man 2 Tage verliebt ist oder eine Woche oder ein Jahr. Aber da muss man das planen. Mittwochabends haben wir Zeit und das richten wir uns so ein. Also Leidenschaft pflegen und dann der Beziehung Raum geben. Also ich frage immer, haben Sie eine halbe Stunde Zeit zum Reden am Tag? Haben Sie vielleicht einen Nachmittag oder einen Abend pro Woche, den Sie gemeinsam ohne Kinder und Freunde irgendwas machen, ins Kino gehen oder ins Restaurant? Vielleicht haben Sie ein Wochenende, ein Vierteljahr, wo Sie mal einen Ausflug machen, eine Wanderung, irgendwo hinfahren, eine Städtetour machen, ohne alle anderen. Da passen die meisten schon. Gut. Und eine nie aufhörende Neugier. Die meisten Menschen sagen, ich kenne dich doch. Was für ein Quatsch, man kennt den anderen überhaupt nicht. Man hat eine Schablone, die man auf den anderen sozusagen draufsetzt und dann meint man ihn zu kennen, aber man kennt ihn überhaupt nicht. Man kann immer mehr über den anderen lernen und deswegen lohnt es sich eben, ihn zu erforschen. Und zum Schluss wieder das Gedicht von Gibram, nochmal zusammengefasst, das ist ja irre, die Dichter, das finde ich so toll, die Dichter und die Poeten sind viel bessere Psychologen als wir Forscher. Die erfassen das eben schon, bevor sie auf eine empirische Forschung zur Paartherapie... Soll nicht sein. Ich lese es vor. Also Khalil Gibran sagt über die Liebe, der erste lange Blick des Verliebens ist wie der Samen, den Gott in den Acker des Herzens legt und uns spüren lässt, dass das Leben mehr ist als Verwirrtheit des Geistes und Traurigkeit des Gemüts. Und der erste Sex ist die Gewissheit, dass es etwas gibt, was größer ist als jede Angst in uns. Und die Liebe, das ist ein Geschenk, die das Leben mit Sinn erfüllt. Da steht jetzt, wenn Sie es lesen könnten, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie sahen Ausschnitte des Vortrags Liebe und Sex in Zeiten der Untreue. Trotz großer Herausforderungen zeichnen sich viele Zweitehen durch Stabilität, Reife und gewachsene Liebesfähigkeit aus. Matthias Jung geht diesem erfreulichen Phänomen nach. Sehen Sie selbst im nächsten Beitrag. Ich habe ein Buch geschrieben, das ist aufgrund seines Titels zum Bestseller geworden. Das ist auch nicht schlauer als andere Bücher, aber ich habe einen Titel gegeben, Trennung als Aufbruch. Trennung ist auch eine gewaltige psychodynamische Leistung. Wir müssen uns trennen vom Mutterleib, wir müssen uns trennen von der Mutterbrust, wir müssen uns trennen, um in den Kindergarten zu gehen, wir müssen uns trennen, um die Schule zu gehen zum ersten Mal. Da kriegen wir eine solche Tüte mit Antidepressiva, mit lauter Süßigkeiten. Wir müssen das Elternhaus verlassen, wir müssen uns trennen von unserem Junggesellen- und Junggesellenstatus, wir müssen uns trennen von dem kinderlosen Status, plötzlich sind Kleinkinder da und das Leben wird sehr anstrengend und verantwortungsbewusst. Wir müssen uns später von diesen Kindern wieder trennen, wenn sie in die Ausbildung, ins Studium gehen und weinen, rotzen, Nasenwasser. Wir müssen uns trennen vom Beruf, wir Männer definieren uns sehr oft ganz einseitig durch den Beruf und am Ende müssen wir uns von unserer eigenen Existenz trennen. Und so kann die Trennung auch eine Leistung sein. Bei Nietzsche gibt es einmal den Satz einer Frau, die die Ehe gebrochen hat und eine neue Liebe gegangen ist. Die sagt bei Nietzsche im Zarathustra, ja, ich habe die Ehe gebrochen, aber zuerst brach die Ehe mich. Das ist eine säkulare Paraphrase zu der biblischen Stelle, wer denn von euch ohne Sünde sei, der werfe den ersten Stein. Und mich hat das Thema auch insofern beschäftigt, ich bin wie so viele das Kind einer geschiedenen Ehe, auch meine 3 Geschwister, meine Eltern haben sich nach dem Krieg getrennt. Man muss wissen, dass der Krieg nicht nur ungeheuerliche Verluste unter den Männern gebracht hat. In Deutschland sind 5,5 Millionen aus dem Krieg nicht mehr zurückgekommen und in Österreich waren die Zahlen auch sehr hoch. Das war die eine Seite, das andere war, dass eine gigantische Scheidungswelle in diesen Jahren war. Darüber wird nie geschrieben, weil die Ehen oft diese Belastungsproben einfach nicht ausgehalten haben. Und meine Eltern, die eigentlich 2 Tapfere waren und Antinazis waren und sehr lebendige Menschen waren, beide Ärzte mit einem wundervollen Beruf, sie haben es nicht geschafft, sie haben sich auch keine Hilfe geholt. Wir wissen, Ärzte sind extrem therapieresistent, waren und sind sie es immer noch.
Und was wir Kinder erlebt haben, war, dass diese klugen Eltern die Trennung überhaupt nicht bewältigt haben. Sie waren so etwas hilflos und es war ein verdeckter Rosenkrieg. Und die Mutter in ihrem großen Schmerz, haben beide nicht wieder geheiratet, in ihrem großen Schmerz hat meine Mutter den Vater immer schlecht gemacht. Und damit haben wir ihn auch ein Stück verloren, obwohl er nur 9 Häuser weiter wohnte. Und beide haben sich nicht das Glück gegönnt, wieder zu heiraten, einfach in eine Zweitbeziehung zu gehen. Dieses Glück haben sich nicht gegönnt. Es ist wichtig, auch das gehört zum Reifwerden und zu einer realistischen Einschätzung auch der neuen Beziehung. Wie ist Soll und Haben? In der alten Beziehung habe ich nicht alles gekriegt, deswegen bin ich gegangen. Die Partnerin, der Partner hat auch nicht alles gekriegt, deswegen hat auch er sich getrennt. Auch in der neuen Beziehung werde ich nicht alles kriegen. Das wäre eine romantische Liebesillusion. Paare sind nicht deckungsgleich. Paare haben auch Differenzen in ihrem Charakter, in ihrer Bildung, in ihrem Herkommen, in ihrer Verhaltensweise, in ihren Liebhabereien, Hobbys und dergleichen. Zu einer realistischen Liebe gehört immer auch die Frage, was kann ich dir geben und was kann ich dir nicht geben? Wenn meine Frau, die führt das große Gesundheitszentrum Dr. Bruckerhaus, das 80 Meter lang, hat den ganzen Millionenbau errichtet mit Spenden und mit allem Möglichen, was sie gemacht hat. Die kann sich mit mir schlecht über Finanzen und Steuerbefreiung und Stiftungsrecht unterhalten. Das beherrscht die aus dem FF. Das ist nicht mein Metier. Ich komme ursprünglich von der Philosophie und von der Germanistik und kann mich meiner Frau natürlich nicht gerade über das Spätwerk von Hegel oder Nietzsche unterhalten. Also muss jeder von uns beiden dazu auch andere Menschen haben, die diese Defizite selbstverständlich auch auserfüllen. Mit anderen Worten, es ist wichtig, unser Soll und Haben aus der ersten Ehe zu inventarisieren und auch bei der zweiten das ganz realistisch in Augenschein nehmen. Rosa, eine Oberstudienrätin in einem altsprachlichen Gymnasium, sagte zu mir in der Sitzung, mein erster Mann und ich haben uns auseinandergelebt. Wir haben uns auseinandergelebt. Nicht, das war ein Sausack. Wir haben uns auseinandergelebt. Sie ist eine leidenschaftliche Musik- und Literaturkennerin. Sie sagte, und jetzt kommt sozusagen die Psychogenese der ersten Ehe. Jahrzehnte später, ich habe hier, glaube ich, mal über das Geheimnis der Partnerschaft gesprochen, Jahrzehnte später ergreifen wir oft die reifen und die unreifen Motive unserer ersten Paarbeziehung. Meinen ersten Mann habe ich kennengelernt, als ich nach dem Studium meinen Flugschein machte. Er war Fluglehrer, immer braun gebrannt, ein Kurt Jürgens und Schwarm aller Frauen. Ich selbst war eher etwas verkopft und intellektuell abgehoben. Ich hatte Schwierigkeiten mit Männern, weil ich distanziert und in meinem tiefsten Herzen schüchtern war. Wir heiraten sehr oft aus dem Minderwertigkeitskomplex. Es gibt endlos viele verborgene Heiratsmotive. Ich will unbedingt noch ein Kind kriegen, bin aber schon 38. Ich will eine gesicherte Existenz haben. Es muss unbedingt ein Beamter sein. Ich bin ein Mauerblümchen und bin fasziniert von diesem Draufgänger. Ich bin Diplom-Ingenieur, nüchtern bis ins Knochenmark und habe da so eine lebendige Musiklehrerin, die unglaublich empathisch ist und ein Kachelofen auf zwei Beinen ist. Das kann eine Zeit lang gut gehen, aber irgendwann sagt die Frau, dieser nüchterne Mann, da kommen überhaupt keine Gefühle. Ich hole mir Eiszapfen an den Fingern, wenn ich den berühre. Und dann verliebt sie sich in einen neuen Mann, der sehr viel Wärme erbringt, der ein Prinz ist und der ihr Herz erlöst. Da muss der Mann natürlich auch analysieren, wenn dann die Ehe auseinandergegangen ist, was ist denn meine Entwicklungsaufgabe? Nicht unbedingt, was mein Problem, das zieht runter. Was ist meine Entwicklungsaufgabe? Vielleicht kann er dann mal lernen von dem alten feministischen Spruch, der da lautet, manche Männer werden erst im Krematorium warm. Also da mal einfach mal ranzugehen. Und dann sagt sie weiter, die Rosa, dass sich Tom für mich als Frau interessierte und umwarb, erlebte ich zum ersten Mal. Auch eine gefährliche Konstellation, bloß weil sich einer aktiv für mich interessiert, gehe ich sofort eine Beziehung. Ich schaue gar nicht mehr genau, was los ist. Frauen sollten sich Männer aussuchen wie Spargel auf dem Wochenmarkt. Da gibt es Handelsklasse A und Handelsklasse B. Genau hinschauen. Ich war wie gebannt.
Durch einen frühen Autounfall hinkte ich etwas und scheute mich davor, zu tanzen oder ein Bikini zu tragen. Das heißt, sie hatte eine beschädigte Weiblichkeit, hat sie gehabt. Aber das Fliegen begeisterte mich. Es war ein erfolgreicher Ausbruch aus meinem strengen Leben. Ich komme aus einer wohlhabenden Familie. Wir heirateten. Ja, ich habe Tom einen Heiratsantrag gemacht. In diesem Fall eine problematische Geschichte. Eigentlich muss der Mann auf die Knie gehen. Candlelight, tränenden Augen und die Rose in der Hand. Das sind einfach klassische Formen, dass der Mann wirbt. In jedem Märchen ist es, wirbt um die Frau. Das ist nicht einfach nur eine reaktionäre Form, das hat einen tiefen Sinn. Und so wild war ich auf ihn. Der Liebesanfang war wie immer traumhaft. Dann versagte uns das Leben ein Kind. Wir waren beide enttäuscht. Es ist auch was. Wir wissen, dass Ehen mit Kindern halten länger als Ehen ohne Kinder. Das ist einfach der Fakt, ist es. Trotzdem gibt es natürlich Probleme, gynäkologische, andrologische, urologische, dass eben kein Kind kommen kann. Mit der Zeit stellte sich in unserer Beziehung Langeweile ein. Sexkiller Nummer eins, Beziehungskiller Nummer eins. Mein Held der Lüfte, Anführung, Abführung, hatte nämlich außer seiner Flugschule keine Interessen. Er las nicht, er diskutierte nicht, er las keine Zeitung, ging in kein Konzert. Er saß Abend für Abend vor dem Fernseher. Beziehungen müssen spannend sein. Sonst vertrocknen sie. Als er dann noch mehrmals mit Flugschülerinnen Affären einging, hatte ich genug. Ich schmiss ihn aus meinem schönen Haus, das mir meine Eltern finanziert hatten. Nun habe ich gefragt, war das also nur ein Verlustgeschäft, deine erste Ehe? Nein, widersprach mir Rosa heftig mittlerweile in der neuen Ehe. Tom hat meine Weiblichkeit geweckt, meine Abenteuerlust, meine technische Freude an Motoren, Thermik, an Navigation. Durch ihn wurde ich Lehrerin für Griechisch und Deutsch, eine handfeste Frau, durchsetzungskräftig und mit männlichen Anteilen. Tom hat ihr etwas geschenkt, was Carl Gustav Jung, der große Schweizer Arzt und Psychoanalytiker, den Animus nennt, ein Stück männlicher Seele. Und im positiven Fall schenkt die Frau dem Mann ein Stück Anima, ein Stück weiblicher Seele, dass er beziehungsfähiger wird, dass er weicher, wärmer wird, dass er weinen kann, dass er Gefühle zeigen kann. Also sehr wichtig, da gab es Soll und Haben. Fragen zur vorhergegangenen Beziehung. Haben wir uns durch die Belastung unserer Kleinkinder aus den Augen verloren? Bin ich als Frau nur in die Mutter? Habe ich mich hinter die Mutterrolle geflüchtet? Habe ich mich als Mann in den Beruf geflüchtet? War die Überarbeitung ein Feind unserer Sexualität und Zärtlichkeit? War ein Machtungleichgewicht? Manchmal verlässt die Frau auch die Beziehung, weil sie sagt, du bist so etwas von dominant, du achtest mich nicht als Frau. Dann sagst du mir noch, du bist nicht mehr die Frau, die ich geheiratet habe. Ja, Gott sei Dank bin ich das nicht mehr. Ich habe mich weiterentwickelt, ich bin eine emanzipierte Frau geworden. Ich habe mich im Beruf entwickelt, ich bin stark, geworden. Warum bin ich gegangen? Hatte ich als Frau beruflichen Nachholbedarf? Fühlte ich mich in dieser Ehe unattraktiv? Bestimmten Süchte unseren Alltag? Fernsehsucht, zu viel Alkohol, Nikotin, Tabletten, Konsumrausch, Internetobsession, Übergewicht als Folge von seelischen Essstörungen. Auch das sehr oft. Dann sagt oft so ein Mann während der Ehe zur Frau, die eine schwere Adipositas hat, Adeps heißt im Lateinischen, das Fett, also die ein krankhaftes Übergewicht hat, die extrem gefährdet ist, Diabetes zu kriegen und Gelenkschwierigkeiten, kardiale Insuffizienzen zu bekommen. Das sagt der Mann doch klar zu seiner Frau, ich liebe jedes Gramm an dir, anstatt zu sagen, du hast eine Essstörung, guck mal, was du alles in dich reintust. Du brauchst dringend Hilfe, du brauchst Therapie, geh mal in eine Fachklinik, wo eine Fachgruppe Essstörung da ist. Dass eine Frau plötzlich sagt, ja, das ist ganz klar, mir geht es in dieser Ehe nicht gut, in dieser Ehe gibt es nichts Süßes und infolgedessen hole ich mir den Ersatzstoff Süße. Oder hockten wir zu viel zusammen, leisteten wir uns keine getrennten Hobbys und Leidenschaften, hatte ich als Mann keinen Freund. Forsa, das Demoskopische Institut in Deutschland, hat einmal eine Umfrage bei über 40-jährigen Männern und Frauen in Deutschland gestartet und hat sich Folgendes herausgestellt. Von 10 deutschen Männern über 40 haben 9 keinen Freund. Von 10 deutschen Frauen über 40 haben 9 eine beste Freundin.
Das ist eine Gefährdung der Beziehung. Denn dann hängt natürlich der Mann wie ein Saugnapf an der Frau. Und er verwechselt seine eigene Frau mit der Zentralheizung. Die soll ihn 24 Stunden wärmen. Geht nicht. Geht nicht. Oder war uns jedes ehrenamtliche Engagement fremd? Haben wir nur Nabelschau betrieben, so ein Egoismus zu zweit. Das ist unglaublich wichtig. Wir kriegen in ehrenamtlichen Engagements ideell 10-mal so viel zurück, wie wir geben, ob wir in der Flüchtlingshilfe mitarbeiten, in der AIDS-Bewegung, in der Hospizbewegung, als in Deutschland heißt es die grünen Frauen im Krankenhaus, wo immer auch. Das ist wichtig. Da kriegt eine Ehe kriegt plötzlich Fenster und Türen, da kommt auch mal Luft von draußen rein. Flüchtete einer von uns in chronische Krankheiten, um sich damit indirekt Zuwendung zu holen. Meine erste Frau hat chronisch und dauernd schwere Neurodermitis gehabt. Und dann natürlich, die Dermatologen behandeln sowas ja immer nur mit dem Teufelszeug Cortison, Salben, Salben, nochmal Salben und dann möglichst, weiß ich, hoch in die Alpen oder ans Meer in ein Reizklima. Und es geht nicht weg, es wird lebenslänglich. Später ist uns beiden etwas deutlich geworden, an dem wir beide beteiligt waren. Es ging nicht um Schuld. Ich habe in meiner Praxis ein Schild hängen, da steht drauf, zeige ich Paaren immer, Schuld abladen verboten. Was hat sich für uns herausgestellt? Die geheime Dramaturgie unserer Beziehung. Ich konnte sehr gut eine kranke Frau brauchen, aus einem ganz einfachen Grund, eine kranke Frau läuft nicht weg. Am liebsten hätte ich die im Rollstuhl gehabt. Verborgen. Das sind natürlich unbewusste Prozesse. Meine Angst, sie zu verlieren. Und ich habe mich selber auch unattraktiv gefühlt. Ja, eine kranke Frau, die muss ja dankbar sein, dass ich aus unserer Ehe eine Intensivstation mache. Und sie sagte, wie wir das mal wirklich analysiert haben, sagte, ja, ich bin in einem sehr schizoiden, gefühlsabspaltenden Familienhaushalt aufgewachsen. Ich kann Bedürfnisse nicht äußern. Ich bin sehr verkopft und emotionsscheu. Ich habe es nicht gelernt. Und durch die Krankheit konnte ich dich immer wieder ranziehen. Verdeckt ist mir jetzt klar geworden, da konnte ich deine Fürsorge, die konnte ich holen, was ich so nicht aussprechen konnte. Oder stimmte unsere Arbeitsteilung im Haushalt nicht? Eine sehr simple Frage, die oft unglaubliche Quälereien in der Beziehung schafft. Hatten wir eine Kränkung von früher nicht zu verziehen? Wonach habe ich mich gesehnt in der ersten Beziehung? Zärtlichkeit, Achtsamkeit, Leichtigkeit, Wertschätzung. Das Loben in vielen Ehen wird überhaupt nicht mehr gelobt. Das brauchen wir alle wie Sauerstoff. Meine Frau ist eine Bestseller-Autorin in Kochbüchern, vollwertig. Und es gibt, und die richtet mir jeden Tag, wenn ich um 1 Uhr hochkomme von den Morgensprechstunden, dann ist das Essen fertig. Die macht Blitsche, in 10, 15 Minuten zaubert die was. Und dann tut sie es mir sogar noch auf den Teller. In ein paar Jahren wird die mich füttern. Also da bin ich denn schon sehr dankbar. Und ich glaube, das habe ich noch nie vergessen, mich einfach zu bedanken. So etwas kann man lernen, das hätte ich früher nicht gemacht. Auch Komplimente, dass wir dem anderen Komplimente machen, aufmerksam sind. Du hast aber eine schöne Frisur zur Frau. Oder die Jacke steht hier ausgezeichnet. Hast du neue Schuhe? So etwas möchte man hören. Wenn wir ins Kino gehen, zieht sich meine Frau, die Ilse, ganz entzückend an. Ist eine schmale, zarte Erscheinung. Und ich freue mich riesig über sie, löst in mir starke Zärtlichkeit aus. Denn sagt, du hast dich aber schön gerichtet. Dann gibt sie zur Antwort, ja, Matthias, die Konkurrenz schläft nicht. Ja, da freue ich mich doch. Mit 74 Jahren leichter Verwesungsgeruch. Und die Frau sagt, die Konkurrenz schläft nicht. Das tut einfach gut. Oder manchmal erzählen mir geschiedene Klienten, in meiner früheren Ehe haben wir am Ende nicht mehr miteinander gelacht. Denen war das Lachen vergangen. Ganz genau so ist es. Habe ich mir von meinem Partner chronisch das Beziehungskonto sozusagen überziehen lassen? Wollte ich als Frau endlich einmal in der Zweitehe endlich mal auch mal nehmen, anstatt immer zu geben? Wurde meine Klugheit, mein beruflicher Einsatz, meine körperliche Attraktivität nicht gewürdigt? Habe ich entdeckt in der zweiten Ehe, in der zweiten Liebe, dass ich auch eine attraktive Frau bin, dass ich ein begehrenswerter Mann bin? Wollte ich dem dumpfbackigen Milieu meiner Ehe entfliehen? Wollte ich meine Helferrolle endlich mal ablegen? Oder habe ich in meiner Ehe meine alte Eltern-Kind-Beziehungssituation wiederholt? Meine Mutterfixierung als Mann, ganz wichtig. Meine erste Frau hat mir auch mal gesagt, das war eine meiner wichtigen Erkenntnisse, schmeiß mal deine Mutter aus dem Bett. Aus unserem Bett. Also die absolute Mutterfixierung. So Männer, die immer sagen, ja, meine Mutter hat besser gekocht und das und jenes war besser. Wo hat denn da die neue Frau überhaupt eine Chance?
Oder habe ich als Frau immer Unterwerfungsrituale gegenüber meinem allmächtigen Vater gemacht? Schleppe ich eine Vaterwunde in mir gegenüber? Warum habe ich mich so viele Jahre selbst verraten? Warum habe ich meinen Eigen-Sinn aufgegeben? Warum wollte ich immer das liebe Mädchen sein? Warum wollte ich immer der brave Junge sein? Ja, so kann man sein. Warum habe ich immer so eine depressive Natur gehabt? Ich gebe heute Patienten, Männern oder Frauen, wenn die so einen depressiven Einschlag haben, Depression kommt vom lateinischen deprimere, heruntergedrücken. Heruntergedrückt wird Aggression, Lebenslust, Freude, das, was die Italiener den Sacro Egoismo nennen, den heiligen Egoismus. Den gebe ich immer einen schönen Sponti-Spruch mit und der lautet, einst war ich selbstlos, jetzt gehe ich selbstlos. Also nicht immer die totale Unterwerfung und Hingabe an den anderen. Warum hatte ich Angst, wenn ich einmal auf den Tisch haue, verlassen zu werden? Der Morbus Matthias Jung. Also da komme ich in die Geheimnisse meiner Partnerwahl. Da gibt es noch endlos, warum habe ich immer um Sexualität gebettelt, kann sich ein Mann fragen, anstatt sie einzufordern. Ich bin immer dafür in Paartherapien, dass das mal endlich geklärt wird, dass der Mann sagt, Himmel nochmal, ich muss immer um Sexualität betteln. Ich komme ja vor wie ein Hund vor der Metzgerei. Ich belle und ich darf nicht rein. Es ist sowas entwürdigend ist es. Und da vertrete ich den Mann gegenüber der Frau und sage, also ich bin jetzt der Mann dafür, dass hier in der Stunde, und ich schreibe das auf wie Notar, dass ihr vereinbart, dass ihr einmal in der Woche einen erotischen Abend macht. Hat noch keinem geschadet. Der Martin Luther sagt, in der Woche 10 macht im Monat 8, hat noch keinen unglücklich gemacht. Das kann man natürlich nicht zahlenmäßig niederlegen, das wäre eine völlig falsche Bewertung. Aber ich sage, ich trete hier, das sage ich auch der Frau für deinen Mann an, der hat ein Recht auf einmal wöchentlich sexuelle Grundversorgung mit Gas, Wasser und Strom. Das muss einfach klappen. Und dann frage ich den Mann, sag mal, warum steht deine Frau so auf der sexuellen Bremse? Denn das ist evident. Er sagt, wir haben einmal 2-3 Monate, haben wir überhaupt keinen Sex und er leidet darunter. Dann sagt er, das weiß ich nicht. Dann sage ich, ist sie Ausländerin? Könnt ihr nicht Deutsch sprechen? Doch, doch, sagt die kommt aus der Schwäbischen Alb. Also, dann frag sie doch mal. Dann fragt er sie vor meinen Augen, Männer sind ja so herrlich treuherzig. Ich liebe meine hölzerne Rasse. Und dann sagt die Frau, das habe ich dir doch schon 100-mal gesagt, du hörst nicht zu, du bist nicht zärtlich, du bist nicht respektvoll, du sprichst mich nicht mal mehr mit meinem Vornamen an. Vom Kosenamen ganz zu schweigen, wie wichtig sind auch Kosenamen. Wenn meine Frau zu mir sagt, Schatz, du nervst mich heute fürchterlich, dann freue ich mich über den Schatz, den Rest vergesse ich. Also das ist doch einfach, der Kosename ist doch wichtig. Und dann sagt sie, das will ich haben. Und ich sage, das genügt nicht, du kommst um 12 Uhr nachts, kommst du vom Computer, wächst mich, ich schlafe schon und dann willst du deinen 3 Minuten Karnickelsex. Kommt nicht in die Tüte und bist den Tag über ruppig zu mir und dann am Abend soll ich zur Verfügung stehen. Eine 70-jährige Frau hat bei mir mal im Paarseminar, das sind immer 7 Paare, die kommen an ein verlängertes Wochenende zusammen, die hat gesagt, der Beischlaf am Abend beginnt mit dem Kuss beim Frühstück. Ganz genau. Und dann mache ich natürlich einen Vorschlag, sage, was hättest du gern? Ein Vorspiel. Der Mann kriegt ganz kleine Augen und sagt, um Gottes Willen, Vorspiel, von Dienstag bis Freitag, da kommt was auf mich zu. Nein, nein, sagt die Frau. Nur ganz kurz, sage ich, Frau, ja, was hättest du denn gern als Vorspiel? Der fällt dir nichts Richtiges an, mehr Zärtlichkeit. Sag ich, davon kannst du nichts kaufen. Männer brauchen eine Gebrauchsanleitung, die sind an IKEA-Schränke gewöhnt, wie man die zusammensetzt. Dann sage ich, wie wäre es mit einer kleinen Massage, mit einem schönen Öl, 2x5 Minuten, vielleicht noch eine Meditationsmusik an. Dafür muss doch Zeit sein. Die Frau ist glücklich, der Mann strahlt auch plötzlich, ist ein Schwab, es kostet nichts. Und so, da muss ich der Frau nur noch sagen, sag ihm auch, dass er ein aromatisches Öl nimmt, sonst holt er es aus dem Rasenmäher. Schon ist die Frage geklärt. Also, so, dann kommt die neue Beziehung. Da wäre ein ganzes Kapitel wäre die Patchwork-Situation. Die ist eine reale Gefährdung in Zweitehen. Die muss es nicht sein. Oft geht es tipptopp wundervoll. Aber oft, da wird beispielsweise von der Tochter aus der ersten Ehe, die akzeptiert nicht die zweite Frau, die wird aufgehetzt von zu Hause. Gerade sogenannte Stiefmütter, die haben ja ein ganz, ganz schweres Geschick. Die werden ja auch immer gern in den Märchen, werden die ja immer als böse gezeigt. In Wirklichkeit tun die sich außerordentlich schwer. Das wäre ein Thema für sich, das verschone ich Sie jetzt. Dann ist die Frage, warum eigentlich heiraten?
Könnte man sich ja wirklich fragen, muss das Ganze sein? War interessant, was die Menschen mir geantwortet haben. Wilhelm Schmidt, der Philosoph, von dem gibt es ein sehr schönes Buch, unten am Büchertisch Liebe, warum sie so schwierig ist und wie sie dennoch gelingt, aus philosophischer Perspektive, der macht so ganz kleine Büchlein zur philosophischen Lebenshilfe, die sind wundervoll. Der Wilhelm Schmidt sagt einmal in seinem Büchlein Gelassenheit, ein Mensch genügt, um gemeinsam mit ihm den Leben Sinn zu geben. Das ist ganz eine Äußerung im Sinne des großen österreichischen Psychotherapeuten und Arztes Viktor Frankl, die alte Sinnfrage, ohne die Sinnfrage gelöst zu haben, die sich immer wieder neu im Leben stellt und die er ja im KZ sich massiv stellen musste. Seine Frau ist vergast worden von den Nazis und er ist in 3 KZs gewesen und nur durch ein Wunder hat er überlebt. Ein Mensch genügt, um gemeinsam mit ihm dem Leben einen Sinn zu geben. Das ist der Schlüssel dafür, lange jung zu bleiben. Schön und voller Sinn ist das Leben immer dann und bis zuletzt, wenn da wenigstens einer ist, an dessen Dasein ich Freude habe und der seinerseits Freude daran hat, dass ich da bin, wenngleich nicht jeden Tag, ganz klar. Ich habe mal ein Buch mit dem schönen Titel geschrieben, der stammte nicht von mir, vom Herder Verlag. Wie hieß der? Ich liebe dich, nur nicht gerade jetzt. Genau, das haben wir Situation im Sinne von Völz, wo wir an Mord denken. Und das ist eine sehr schöne Äußerung. Warum heiraten? Wir müssen uns unserer Zartheit, unserer Endlichkeit, je älter wir werden, müssen wir gewahr werden. Wir brauchen Hilfe. Rilke sagt einmal eine wunderschöne Definition der Liebe, fernab von hormoneller Verknüpfung und rein der Sexualität. Rilke sagt einmal, Liebe ist, wenn zwei Menschen sich gegenseitig beschützen, miteinander reden und sich berühren. Eine wunderschöne Definition. Jeder von uns wünscht sich, dass am Ende der andere, der Partner möglichst, dass der einfach noch die Hand hält und streichelt. Das kann ein Grund, kann das sein. Und da gibt es natürlich viele Motive. Zunächst mal gibt es oft banale, aber doch sehr wichtige Motive. Das sind die Finanzen. Das ist ein legitimes Anliegen. Die Klarheit auch in den Finanzen, die durch die Heirat gegeben ist, erbrechtlich durch all das, durch auch Vererbung der Rente, garantiert einen sorglosen Lebensabend und durch die gemeinsame Ökonomie auch einen synergetischen Effekt. Das Leben wird billiger. Davon berichten viele Paare. Rebecca sagt, mein jetziger Mann, 15 Jahre älter und ich, haben nicht nur als Paar zusammengelebt, sondern auch beruflich miteinander gearbeitet. Zusammen haben wir bis zum Rentenbeginn meines Mannes eine kleine Firma geleitet. Um auch weiterhin den größten Teil unserer Zeit zusammen verbringen zu können, habe auch ich mit dem Rentenbeginn meines Mannes meinen Beruf aufgegeben. Es war die Zweitehe. Das Heiraten war für uns auch als finanzielle Absicherung wichtig. Zu zweit konnten sie das packen. Oder die Fürsorge bis in das Sterben hinein. Das motiviert die Anna. Sie sagt, das Heiraten war für mich überhaupt nicht wichtig. Der Steuerberater hat ein paar Fakten genannt. Auch aus folgendem Grund ging es mir um die Legitimierung. Die Vorstellung, dass ich vollkommen machtlos wäre, beziehungsweise machtlos gesetzt werden könnte, wenn mein Partner im Krankenhaus behandelt werden müsste, unfähig, sich selbst zu artikulieren. Jetzt als seine Frau habe ich Einfluss und er hat Einfluss für mich darauf, dass wir ein gutes Sterben auch haben. Oder das Moment der Vernunft. Es gibt auch in der Beziehung sollte nicht nur der Bauch beteiligt sein und im Heiraten, sondern auch die Vernunft. Das ist absolut nicht abwegig. Immerhin handelt es sich bei der Ehe auch um ein materielles Unternehmen beträchtlichen Ausmaßes, das Kinder und Kindeskinder tangiert. Charlotte sagte, das Heiraten war mir wichtig, da ich in Vorleistung gegangen bin. Er, mein neuer Mann, teilte mir schon vor Beginn unserer Beziehung mit, dass er sich nur auf eine Partnerschaft einlassen würde, wenn die künftige Frau bereit wäre, zu ihm zu ziehen, um sich um ihn und seine Kinder, 2 Söhne, 13 und 15, zu kümmern. Absolut legitimes Anliegen. Es ist ein klarer Beziehungsvertrag. Er ist ein konservativer Mann mit eigener Firma, riesigem Haus und Garten und alter Mutter, die sie auch noch pflegen sollte. Und da ich das eben 13 Monate später gemacht habe, die Heirat,
also zu ihm gezogen bin, habe ich zu ihm gesagt, dass er mich dann aber auch irgendwann heiraten soll, denn sonst käme ich mir ewig vor wie eine bessere Putzfrau. Ich fühlte mich tatsächlich erst nach dem Zeitpunkt dort zu Hause, nachdem wir den Hochzeitstermin hatten und damit auch Verbindlichkeit. Rudi, stellt sich mit der Heirat gleichsam die Frage nach dem Sinn des Lebens, wieder ein anderer Zugang. Er ist sicher, das Heiraten war eine spontane Idee, aber wenn man mit fast 50 Jahren Lebenserfahrung, Bergen und Tälern, einen neuen Partner findet, bei dem man plötzlich das Gefühl hat, alles bisher erlebt, der hat einen Sinn und Zweck gehabt. Dass alles bisher Geschehene die Weichen gestellt hat, um genau diesen Menschen zu treffen und dass alle Erfahrungen uns so geprägt haben, dass wir nun beide wir selber sein können und genauso geliebt werden und den anderen lieben, dann ist es so, als sei man am Ziel. Die Hochzeit setzte dem Ganzen die Krone auf. Wunderschön. Also, wo wir in einem ganz tiefen, fast metaphysischen Sinn sagen, wir sind angekommen und dieses Glück dann auch festhalten. Und warum eigentlich in einer Beziehung leben zu bleiben, nur aus Angst, eine Beziehung, die nicht mehr lebbar ist? Dazu hat der italienische Erzähler Tonino Guerra eine Anekdote geschrieben mit dem Titel Drei Teller. Das ist ganz klar, das ist eine kleine Parabel. Ein Bauer ließ, als er merkte, dass seine Frau ihn betrogen hatte, für drei Personen decken. Ihr ganzes Leben lang aßen sie, den Blick auf den dritten Teller gerichtet, der leer vor ihnen stand. Da denke ich, hätte er doch lieber ein zweites Mal geheiratet. Das wäre besser gewesen, auch das. Dann, wie gesagt, die Frage, sind die Kinderkrankheiten ausgeschwitzt und auch den neuen Partner sehr ernst nehmen, dass wir uns vom neuen Partner auch kritisch und liebevoll spiegeln lassen. Was liebst du an mir und woran reibst du dich an mir? Lass uns ganz klar darüber sprechen, dass man in der neuen Partnerschaft auch sozusagen institutionell gesichert, rituell gesichert, immer wieder auch Gespräche über die Beziehung macht. Das kann nach Michael Lukas Möller das berühmte Zwiegespräch sein, anderthalb Stunden, dreimal eine halbe Stunde. Erst spricht A, dann spricht B, am Schluss Dialog über alle Fragen, die bei einem Paar so antreten. Das kann eine miniaturisierte Form sein, dass man einmal im Monat mal eine halbe Stunde, überhaupt nur, weiß ich, am Sonntagmorgen nach dem Frühstück mal sich so fragt, wie steht's mit uns beiden? Sind wir glücklich? Was ist gut? Was könnte besser werden? Reden, nochmal reden. Das ist das Elixier. Paare sind zwei ferne Planeten. Wenn da kein Funkverkehr ist, dann stülpt jeder seine Projektion über den anderen. Und man weiß nicht mehr, wo der andere ist. Man weiß auch nicht mehr, wo man selber ist. Und dann wächst der Groll. Frage natürlich noch zum Fazit. Sozusagen, ja, wie kann denn auch eine neue Beziehung gewonnen werden, vor allen Dingen für ältere Menschen. Und ab 60, würde ich sagen, beginnt einfach das Alter. Da kann man noch so lange sagen, ich fühle mich noch ganz jung und ich bin so alt, wie ich mich fühle. Das ist alles schön und recht. Und wir haben heute ein jugendliches Alter als vor 50 Jahren. Das ist vollkommen klar. 80-jährige Frauen und Männer fahren noch Auto, machen Kreuzfahrten, ziehen sich bunt an, bilden sich weiter fort. Das ist ganz großartig. So etwas hat es überhaupt noch nie gegeben. Wir sollten auf die Liebe nicht verzichten. Ich muss so oft vor allen Dingen Frauen jenseits der 60, vor allem natürlich jenseits der 70, einfach sie auch ermuntern, wie alle Paartherapeutinnen und Paartherapeuten dieser Welt, dass sie nochmal das Wagnis der Liebe eingehen. Es ist schwer für Frauen. Das wissen wir, der Beziehungsmarkt für Frauen ist schwer. Frauen werden so Höhe 60 für viele Männer einfach unsichtbar. Mir hat mein Mann ganz offen gesagt, der hat im Internet 300 Frauen kontaktiert, 300 Frauen in zwei Jahren und davon hat er 50 Dates gemacht. Es war keine richtige darunter, in Anführungszeichen. Ich habe gesagt, die muss offensichtlich für dich nicht erstmal gebacken werden. Was willst du eigentlich? Seine Neurose war eben keine Entscheidung zu treffen. Und dann sagte er, also weißt du, ich muss schon 15 Jahre jünger sein, ich brauche Frischfleisch. Was ist das für eine ordinäre, diskriminierende Beziehung? Dass dann die Männer, wenn sie schon auf den Beziehungsmarkt gehen, dass sie dann auch gar nicht in eine gleichaltrige Beziehung gehen. Das ist oft Narzissmus, das ist oft noch sozusagen die Angst vor der Endlichkeit, die Angst vor dem Tod, sich sozusagen, das ist so ein Art seelisches Lifting mit einer jüngeren Frau. Aber ich sage immer wieder, sage ich, kämpft um die Liebe, Frauen und Männer, bleibt auf die Dauer nicht allein. Aber etwas ist absolut
unerlässlich. Ihr müsst den Hintern hochkriegen. Ihr müsst selber was machen. Juristisch gesprochen ist es eine Hohlschuld. Ihr müsst euch auf die Beine machen, in welcher Form auch immer. Wir sind nun am Ende dieser Ausgabe von Einblick. Auch in der nächsten Sendung sehen Sie weitere Vorträge der Reihe Beziehungsfallen. Für Informationen rund um die Medienwerkstatt besuchen Sie unsere Homepage unter www.medienwerkstatt-linz.at. Im Namen der Redaktion bedanke ich mich herzlich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.